ganzen schmalen Leibachen. Ich hab überhaupt das Gefühl, dass ich alles allein machen kann. Warum ist aus diesem Stück nichts geworden? Das kann ich dir schon sagen, warum. Weil der Roman von Haus aus schon ein Schmarrn ist. 20 Seiten habe ich gepackt und habe ihn hintergeschmissen ins Eck des Gewinsel. Bitte, Felix. Was heißt hier Felix, bitte? Kein Mensch wird zum Kartenspielen gezwungen. Wenn man Stier ist, hört man eh von selber auf. Um das zu erkennen, braucht der Russ 400 Seiten. Felix, der Spieler von Dostojewski ist Weltliteratur. Du sprichst über Weltliteratur. Das ist mir wurscht. Hättest du, wie ich dir gesagt habe, Onkel Toms Hütte inszeniert, das hätte an jedem gefallen. Oder Moby Dick. So, und ab jetzt machen wir mir wieder Live-Musik und Konzerte. Ich hab dir da einen Zettel aufgehängt mit lauter Namen und Telefonnummern drauf von Sängern und die rufst jetzt alle durch. Der Jodler hier ist vom Achental. Wer ist das? Den kennst du nicht, gell? Na? Die Viechhandler kennen ihn alle, der singt nämlich im Radio. Und der bringt Geld und Leid. Das ist ja das Einzige, was zählt, wie wir wissen. Für die Tatsache, dass du kein Geld hast, gibst du eigentlich jede Menge aus. Wie weiß man, wenn du zur Abwechslung mal wieder eins verdienen darfst, ha? Weißt du, was ich dir sag? Wenn innerhalb von zwei Tagen da herin keiner jodelt, dann lass ich das ganze Büro da auffliegen, die ganze Geschichte, dass das weißt, so einfach geht das. Der Jodler Herrs von Achental. Belegt, Gott sei Dank. Seppo, du warst schon immer gestorben. Schienen, Sepp. Bring mir einen Salat, einen Wirsching, Kohlrabi oder ein Kaffeeol, aber keine Auberginen. Ich kann mir auch nichts mehr recht machen. Hey, wir haben Sie beim Theater einstudieren, setzt ein Stück ab, kaufe ich Auberginen, ist aber nicht recht. Dann erhebt's halt auf für Brief da. Liebsten Polter das selber. Ja. Wollt Sie was? Ja. Ob Sie was wollen? Ja. Ein Dom Perignon, ein 84er, wenn es geht. Und zum Essen gefüllte Auberginen mit ein bisschen am Salat. So was haben wir, glaube ich, nicht. Sag es deiner Chefin. Sag's, Geld spielt keine Rolle nicht. Ist der Hansi da? Ja, drum im Büro, glaube ich. Alex. Das ist bestimmt ein berühmter Sänger. Und wenn er ein Geld rauslässt, dann soll er haben, was er mag. Sepp, geh in die Kühlung, hol die Auberginen aus. Aber ich verkaufe meine Steine nur auf einen Sitz, du. Nicht, dass er bloß zwei Stück öffnet. Geld spielt keine Rolle, hat er gesagt. Und was? Wollt der trinken? Nee, das war irgend so ein ausländischer Name. Ja, den hättest du doch sofort aufschreiben müssen. Ja, das war was in einer Kirche. Und Schwammerl. Dom Perignon. Ja, genau. Und wenn er was drauf hält, dann nimmt er einen 84er, oder? Ja, sag einmal, woher weißt denn du das? Mit Sekt und mit Champagner, da kennt ihr das selbst aus. Und darum darfst du jetzt gleich einen solchen holen. Jetzt erfüllen wir ihm jeden Wunsch. Und dann wird er gescheit gerupft. Ja, hier's. Ich glaub's ja noch schon. Königsjodler, dürfen Sie auch singen? Sie dürfen alles singen, Sie müssen nur jodeln. Gehen wir's vorbei, im Vertrag richte her.
Solo. Hast du das weit gebracht, Hansi? Sogar jetzt mit Büro und so. Sauber. Sag mal, dass du dich überhaupt reintraust. Da erbt ein paar lächerliche Häuser und über Nacht gibt's nimmer. Kein Anruf, keine Nachricht, nicht einmal schäbige Postkarten. Du warst doch im Ausland, oder? War ich, ja. Überall da, wo es überhaupt ein Ausland gibt, war ich. Und ich hab mir ein Häuser wie dem Mutterzimmer. Solo, eines vorweg, klipp und klar. Wenn einer, der schon genug hat, was dazu erbt, dann ärgert mich das. Wenn einer, der nix hat, der arme Hund, was erbt, dann gefreut mich das. In deinem Fall habe ich mich riesig gefreut. Obwohl du in den nächsten Minuten abgehauen bist. Aber imponieren, Solo, tut mir Geld grundsätzlich nicht. Da kannst du viel heißer haben, wie du magst. Der will schon lachen, oder? Sag ich dir mal was. Ganz nebenbei gesagt, hab ich keine Häuser, sondern ich hab Häuserblick. Ganze Häuserblick. Ich bin Präsident von der Gesellschaft für Immobilienverwertung. Und davon gehören mir 51%. Und damit komme ich niemand überstimmen. Unsere Gesellschaft hat praktisch das ganze Viertel im Sack. Eine Unterschrift von mir. Und du kennst das in ein paar Jahren nicht mehr. Und warum bist du überhaupt in Freiheit zurückgekommen? Warum bist du überhaupt abgehauen? Für euch war ich doch immer nur der Handlanger. Da habe ich nichts. Ohne Eltern aufgewachsen. Und wenn ich 100 Millionen geerbt hätte, dann war ich für euch der Handlanger mit den 100 Millionen gewesen. Das Solo eben. Und sonst nichts. Für die anderen bin ich wer. Intelligente, studierte Leute. Katzbuckeln von mir. Na und? Ich hab mir die ganze Welt angeschaut. Ich war sogar in Vermont, Indiana. Am Grab von James Dean. Ja, und? Was, na und? Du bist der James Dean vom Schlachthof. Das hast du, wie zu mir gesagt. Und jetzt erlebe ich Giganten. Hast du gewusst, dass der James Dean in einem Porsche verunglückt ist? Gestern habe ich so hinausgeschmissen. Immobilienmakler, Finanzexperten, Juristen, Architekten. Sogar die einzige Frau, an der mir was gelingen ist, habe ich zum Teufel gejagt. Dann bin ich eingefallen. Hören Sie, ich will wieder der Alte werden. Hilf mir. Geld spielt keine Rolle, aber hilf mir. Wenn ihr uns was sagt, dann macht es leiser. Geh bitte schon, gängers raus und sag's. Er soll es leiser machen. Warum denn? Frag's mich nicht, sondern gängers raus und sag's. Ich hab aber gar keine Lust. Mir gefällt das nämlich. Diese Gegend hier macht mich noch wahnsinnig. Die Leiter gleich zweimal.
den Tag, an den der Chef da mir den Auftrag gegeben hat. Die verflucht. Geht nicht so geschmiert wie in Schwabing und im Lel. Hm? Sie sagen's einmal, auf welcher Seite stehen denn Sie eigentlich? Lassen's mich in Ruhe. Kommen wir zum Geschäft. Die Sache ist nämlich die. Der Solo hat mich ausgeschlossen. Was? Wer? Einfach so? Einfach so. Für den ist nämlich Geld nicht alles. Der will dahin zurück, wo er hergekommen ist. Dann bringen Sie das in Ordnung, holen Sie den Zug. Gab es mir jetzt einen umsonst? 1000 Mark plus Spesen die Woche? Ist doch kein Pappenstiel, oder? Ich möchte bloß wissen, was Sie davon haben. Sie, liebe Frau, jetzt passen Sie mal auf. Mein Auftraggeber mag keine Überraschungen. Wenigstens keine, die man nicht manipulieren kann. Ja, meinen Sie, die 5 Häuserblock von dem Solo, das ist unser einziges Geschäft? Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben 49%. Leider, er hat 51%. Immer noch. Jetzt müssen die 49% erfahren, was die 51% denken. Was wollen, was neidrucken, was zuschlagen. Was kann sowas los ist, wenn der ganze Immobilienmarkt plötzlich von lauter unmündigen Penner beherrscht wird? Also, wir brauchen die 51%. Damit wir uns entfalten können. Verstehen Sie? Und dafür werden Sie sorgen. Das war jetzt. Ja? Wer zahlt, schaffst du? Ja, das wärst du nicht sentimental. Das schaffen Sie schon. Sie haben schon ganz andere Sachen geschafft. Das hätte man sich ja gar nicht ausgesucht. Also, auf geht's. Du kannst ohne sie nicht leben und jetzt hast du genau das Falscheste gemacht, was da kannst du nämlich weglaufen. Die hat doch überhaupt nicht gespannt, dass ich fort bin. Die kann zu mir sagen, mach das Fenster auf und spring ab und ich tat's. Um was zu beweisen? Das überlege ich doch gar nicht, weil einer, der überlegt, der springt doch nicht. Und die letzten Monate habe ich nie überlegt. Einmal habe ich überlegt. 5 Minuten. Und nach den 5 Minuten habe ich alle zum Teufel gehauen und sie zuerst. Weißt du, dass du genau in der gleichen Situation bist wie der Spieler, die Hauptfigur im Dostojewski? Du fantasierst haargenau daher wie der. Du liebst deine Frau und im nächsten Augenblick verabscheust du sie abgrundtief. Solo. Du warst eine Bombe. Eine Bombenbesetzung. Das war der Grundfehler, den ich gemacht habe. Theater, professionelle Schauspieler in Kostüme, ein Roman, auf dem ein 100-jähriger Staub liegt. Man muss die Geschichte in die Gegenwart transportieren. Nach jetzt ist ja klar, die muss in dem Viertel spielen, in dem Haus. Von Leuten, die in diesem Viertel aufgewachsen sind. Alltag statt Theater, Menschen statt Schauspieler. Und lebendige Sprache statt literarischer Schmarrner. Solo, bist du dabei? Du spielst den Alexei. Du spielst den Alexei, jetzt pass auf. Der heißt Alex jetzt. Oder sagen wir, ja, Casino Alex. Hä? Solo war mein Lieber. Ach, jetzt bremst doch nicht. Da hast du Solo Alex. Das ist. Ah, oh, Jesus Christ. Das ist für dich die Therapie schlechthin. Da kommst du auf andere Gedanken, da wärst du wieder frei. Und ich garantiere dir, dass du noch vor der Premiere von der Frau frei bist. Und wer soll die Frau spielen? Ja, sie! Natürlich! Wie heißt denn überhaupt? Du meinst Margit? Ja? Die Margit. Mei, Hansi. Die? Ja? Die brotte ja nicht einmal ein Spiegelei, wenn du dir nicht mindestens ein Beizjacken versprichst. Also wer redet eigentlich die ganze Zeit, dass Geld keine Rolle spielt? Ja, tut's auch nicht, logisch. Aber nachlaufen tue ich nicht. Außerdem weiß ich überhaupt nicht, ob ich das bringe. Du bringst es! Entgegen der landläufigen Ansicht kann sowieso jeder spielen. Genauso wie jeder schreiben kann.
Hansi! Ja, das Solo. Zip, servus. Sag bloß, dass ich wegen dir die zwei Flaschen 84er Dom Perignon geholt hab. Yes, Sir. Aha. Hast du das kalt gestellt? Was schaust du denn so blöd? Der General. Was? Du spielst den General. Du konntest sein, dass du schon wieder von einem Theaterstück redst. Ohne mich. Ich habe ein völlig neues Konzept. Ah. Komm mit, du bist die Idealbesetzung für einen Pensionisten. Nein, entschuldige, jetzt, der ein junges Mädchen heiraten will, aber erben muss natürlich. Was, ich soll einen Erbschleicher spielen? Na, mir! Hansi, geh mal her. Ja? Da, schau, Obi. Ich glaube, ich bin. Schau, Obi. Die da. Da. Das ist. Aha. Jetzt geh ich da, Obi. Und wird. Mit ihr das gleich klären. Gute Idee. Solo, bringst du es gleich mit? Vertrag machen wir später. Gut. Jetzt schau mal schauen. Komm mit. Ja. Komm mit, du musst mir jetzt helfen bei der Besetzung. Du musst jetzt mitdenken. Ich brauche noch eine geltungssüchtige Kokotte und eine Erbtante, die am Schluss ihr Vermögen verliert. Apropos Kokotte, du arbeitest doch immer noch an die Sieglinde hin. Ich arbeite nicht an die Sieglinde hin, ich arbeite ab und zu mit ihr zusammen. Das kommt aber bei dir immer auf gleich hinaus. No. Doch, oh. Ihr habt das gewisse Etwas, ihr habt die Spannung, die brauche ich als Regisseur zwischen Menschen. Hansi, warum soll denn ich den abbrennenden General AD machen? Hm? Komet, du feierst Triumphe in der Rolle, das schwöre ich dir. Meinst? Wenn ich es dir sage, fraglos. So, ich hab's. Die Erbtante ist sowieso ein bisschen männlich-maskulin. Wir funktionieren sie um in einen Erbonkel. Und den spielt der Schwamberger Kegel. Das ist ja nicht zum Aushalten. Doch, der Walter kann was sagen. Hansi. Doch, das optische spielt er rein. Und der hat weiße Haare und damit hat er was Patriarchalisches. Hansi, ich kann und will nicht den Erbschleicher spielen, weil ich das einfach nicht bin. Erbschleicherei hasse ich. Das ist meiner Natur fremd. Passt denn zu mir, kennst mich ja. Der Alexei! Wie er lebt und lebt, diese komplizierte Psyche. Wunderbar, Schaki. Ah, Komet, ich muss dir mal was sagen, ganz ehrlich. Ich hatte schon immer das Gefühl, dass aus dem Solo etwas ganz Großes wird. Frage ist, ob es durchsteht. Und ob es mir dankt. Aber stimmt. Ja. Aber für die Weiber? Oder habe ich noch keine Ahnung? Das ist sekundär. Wie kommst du eigentlich auf mich? Ich darf nie einen um so viel älter heiraten. Und wenn er Millionen hat. Sag deinem Dosto, falls er das nur mal von mir behauptet. Dostojewski, das ist ein Russe. Der lebt überhaupt nicht mehr. Das ist ein ganz großer Mann, der hat den deutschen Naturalismus nachhaltig beeinflusst. Siehst du das? Statt dass sie ihre eigenen Leute mit Naturalien versorgt hatten. Mit den Südfrüchten soll es da drüben ganz schlecht ausschauen. Und ich weiß nicht mehr, wo ich das Grafchen noch hin verschirmen muss. Jedenfalls von den Kommunisten lass ich mir nichts so hängen. Ich heirate nur aus Liebe. Und? Hat sich schon was ergeben, Sieglinde? Ich wäre ja dauernd gestört. Konnte Kurti nicht in dem Theater mitspielen. Dann hätte ich endlich eine Ruhe. Ich glaube, das Theater schon mit den Auberginen, die wohl nicht losbringen. Jetzt hör mal auf mit der Maschine. Du überlegst dir das, Sieglinde. Ich kann den LKW-Fahrer spielen, der seine Auberginen nicht losbringt, weil er sie um lächerliche zwei Tage verspätet hat. Das kommt mir nicht vor, aber überleg's mal. Und du überlegst dir das auch, ne? Auberginen, hast du gesagt? Ja. Ein Kutscher war noch dabei. Schöne Rolle, stumm, aber die ganze Zeit auf der Bühne. Jetzt. Eine Chance geben. Bedingung ist, dass du nie darüber redest. Nicht einmal eine Andeutung machst. Gar nichts. Du kannst dich so etwas von mir verlassen, Kommissar. Ja? Ich hab das gleiche mit dem Schwander geredet. Das war
muss doch nicht jeder wissen, dass ich in der Vergangenheit wirklich geerbt habe. Niemand. Nur dazu vom Onkel, mit dem ich verfeindet war. Ah ja? Was konnte ich nicht dafür? Das war Testament da. Nichts. Nachher haben sie gemunkelt. Ich hätte es zerrissen. Selavi. Servus, Benanz. Du, Hansi, könnt ihr Minuten mit dir reden? Augenblick. Ja, was gibt's denn, Sekunde? Wir sehen uns nachher auf der Bühne, gell? Naja, bevor du das von einem anderen erfasst, habe ich mir gedacht. Also, vor ein paar Jahren war ich mit einem Bananengroßhändler verlobt. Aha. Der nicht mehr der Jüngste war. Heimlich. Mich würde nur interessieren, wie die Russen das rausgekriegt haben. Siglinde, lass uns doch einfach mal die Russen völlig aus dem Spiel. Ja, das wäre auch besser sein. Ich war damals noch ziemlich naiv. Bis ich dahinter gekommen bin, dass der Bananengroßhändler gar nicht so vermögend war, wie er da hat. Ja, und den Rest hat mir das Ergebnis von seiner Generaluntersuchung gegeben. Der Kerl war organisch sowas von gesund. Ja, und das in dem vorgeschrittenen Alter. Erstaunlich. Mein Lieber, da war ich vielleicht eingegangen. Mit anderen Worten? Mit anderen Worten? Das kann keine besser spielen wie ich. Weil ich es doch selber erlebt habe. Ja. Du bist ein Schatz. Wir sind vollzählig. Auf zur Bühne. Ja, um Gottes Willen. Der Jodler hier ist. Den habe ich total vergessen. Wo schickt man den denn hin? Gehört der auch zu uns? Siglinde, wo ist denn deiner Meinung nach das beste Echo im Haus? Also, wenn du mich fragst, im Treppenhaus. Yes? Also, Freunde, fangen wir an. Was sollen wir jetzt machen? Sag was, Hansi. Du bist der Regisseur. Ja, nimm sie mit dir. Lange Rede, kurzer Sinn. Am Anfang ist die Bühne leer. Musik.